Und wir möchten als drittes Beispiel ja jetzt nach Hamburg blicken. Und da möchte ich Sabine de Boer ganz herzlich begrüßen von der IBA Hamburg. Sabine de Boer ist Diplom-Ingenieurin für Städtebau und Stadtplanung und seit dem Jahr 2017 in der Funktion als städtebauliche Leitung und Mitglied der Geschäftsführung bei der IBA Hamburg GmbH beschäftigt. Und den Begriff IBA Hamburg, den muss man vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen erläutern, weil es gab ja diese große, super spannende Bauausstellung in Hamburg, die IBA Hamburg, bis ungefähr 2013. Das war damals, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, der Sprung über die Elbe nach Wilhelmsburg, dort ganz spannende bauliche Projekte, die umgesetzt wurden. Und nachdem diese Bauausstellung dann fertig war, wurde die IBA Hamburg als städtische Entwicklungsgesellschaft weiter betrieben und ist jetzt ganz wichtig in aktuell 10 Gebieten tätig, um die auch in Hamburg dringend benötigten neuen Wohnungen zu realisieren. Also das ist ganz spannend, dass da mit diesen Erfahrungen der IBA jetzt weitergearbeitet wird und in neuen Quartieren ganz spannende Gebiete entstehen mit hohen Ansprüchen auch in Bezug auf viele Fragen der Stadtentwicklung. Bei dieser IBA GmbH verantwortet Frau de Boer den Bereich Qualität in der Planung in allen Phasen der Standortentwicklung, also ist auch zuständig für vom Wettbewerb bis hin nachher zum Immobilienmarketing. Also wirklich, das ist für uns jetzt, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Planer nutzen ja nicht immer nur schöne Renderings, was, wenn wir einen Planungsprozess haben, sondern der muss nachher auch in die Umsetzung gebracht werden. Das war eben ja auch ein spannendes Thema schon bei Heidelberg. Wie kriegt man die Vielfalt nachher wirklich hin, die man haben möchte, die unterschiedlichen Nutzungsangebote? Und deswegen ist das sehr spannend, dass Frau de Boer hier alles aus einer Hand begleitet und uns, glaube ich, da jetzt gleich ganz vielfältige Erfahrungen mitteilen wird. Und wir blicken jetzt nach Oberbillwerder, ein auch ganz, ganz spannendes Quartier, was sich gerade eigentlich mitten in der Planung befindet. Und ich gebe das Wort an Frau de Boer. Vielen Dank, Frau Pollina, für die Einführung. Hallo aus Hamburg und ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, hier unser Projekt vorzustellen. Es ist genau so, wie Frau Pollina beschrieben hat. Die IBA Hamburg ist eine städtische Projektentwicklungsgesellschaft. Wir sind die Folgegesellschaft der IBA, der Internationalen Bauausstellung. Wir sind praktisch der Realisierungsträger für die Stadt Hamburg für dieses Projekt und unsere Firma hat ungefähr 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit allen Disziplinen. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist es, die städtebauliche Qualität in allen unseren Projekten zu sichern. Und jetzt schauen wir uns mal die Agenda an, die ich mitgebracht habe. Und als erstes würde ich Ihnen ganz kurz den Masterplan erläutern. Der ist ja 2019 vom Senat entschieden worden, dann die Vorteile einer ganzheitlichen Quartiersentwicklung darstellen und dann werfe ich ein paar Schlaglichter auf die nachhaltigen und innovativen Ansätze unseres Masterplans, also der sparsame Umgang mit Flächen, Mobilität, Animal-Aided Design, Energieversorgung, die wohnungspolitischen Zielsetzungen, die wir an diesem Standort verfolgen und auch der Vergabeprozess, der dahinter steht. Weiter bitte. Genau, wo liegt Oberbillwerder? Das sehen Sie hier. Man sieht also die S-Bahn-Linie, die sieht man nicht wirklich, aber es gibt eine S-Bahn-Linie, die geht 12 Kilometer in die Innenstadt und 3 Kilometer ins Zentrum von Bergedorf. Wir haben zwei Schnellbahnanschlüsse und mit diesem Ort verfolgt Hamburg die wohnungspolitische Zielsetzung Stadt an neuen Orten. Die ist entwickelt worden, weil die Zielsetzung Stadt in der Stadt nicht mehr ausreicht, um diese 10.000 Wohnungen, die Hamburg jährlich baut, wohnen zu können. Das heißt, die Stadt, da wir sind ja Stadtstaat, wir können nicht ins Umland ausweichen oder so ist jedenfalls nicht die politische Zielsetzung. Wir müssen diese Wohnungen innerhalb unserer Stadtgrenzen bauen und Oberbillwerder ist ein Ort, Stadt an neuen Orten, der unter dieser Überschrift jetzt von uns entwickelt werden soll. Das ist eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Sie befindet sich im Eigentum der Stadt Hamburg. Sie ist verpachtet an Landwirte. Die Pachtverträge laufen aus. Diese ganzen 118 Hektar, die Sie da sehen, die sind in unsere Gesellschaft eingelegt worden als Vermögen. Wir sind eine vermögenshaltende Gesellschaft, die haben wir extra noch gegründet. Wir sind quasi in die Eigentümerfunktion gesetzt worden mit dieser Übertragung des Eigentums in unsere Gesellschaft. Bitte weiter.
Ja, das ist der herrliche Masterplan mit der Überschrift The Connected City. Wir haben 2 Jahre Vorlauf gehabt, bis wir zu diesem Siegerentwurf gekommen sind. 2019 hat der Senat diesen Plan entschieden und 2019 wurde auch schon das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Die Sieger, also wir hatten kein normales Wettbewerbsverfahren, sondern ein Vergabeverfahren, den wettbewerblichen Dialog, der dazu führte, dass 12 internationale Teams in der ersten Phase einen Vorschlag für diese Fläche entwickelt haben, dann die zweite Phase mit Teams, 4 Teams weiterentwickelt wurde, alles im sehr dialogischen und transparenten Prozess. Und gewonnen hat ADEPT aus Kopenhagen zusammen mit Karis und Brands aus den Niederlanden und Transolar, das Energieunternehmen aus Stuttgart. Bitte weiter. Ja, und wenn Sie sich das Schrägluftbild hier unten links angucken, dann sehen Sie, dass die Idee zu dem Entwurf aus dem Freiraum heraus entwickelt worden ist. Man sieht eigentlich die traditionelle Kulturlandschaft mit den langgezogenen Flurstücken, die sogenannten Hufen, die eben begleitet werden von den Entwässerungskanälen. Und dann hat man nochmal Ost-West-Kanäle, das waren historische Kanäle, entwickelt. Und durch diese Verschränkung dieser Entwässerungssysteme hat man eben diese Freiraumstruktur entwickelt. Man sieht das oben links in dem Bild. Das ist unser Herzstück unseres Masterplans. Das ist der grüne Loop. Der verbindet alle 5 Quartiere miteinander. Und Sie sehen, das ist also ist kein klassischer Stadtpark in der Mitte des Quartiers, sondern Stadtpark findet überall statt. Und das Besondere ist eben auch, dass an diesem grünen Loop alle sozialen Einrichtungen eingegliedert sind. Wir haben 14 Kitas da, wir haben 4 Schulstandorte da. Die sind über dieses Grünraumsystem alle zu Fuß und mit dem Fahrrad zu erreichen. Das wird ein sehr lebendiger Ort der Begegnung werden. Kinder, Eltern, Schüler, Sport, Freizeit, alles wird sich dort abspielen. Ja, das ist das Herzstück. Und wenn Sie in die Mitte gucken, sehen Sie, Oberwilwerder wird ein Projektgebiet, das sich aus 5 Quartieren zusammensetzen wird, die alle unterschiedliche qualitative Lagen haben. In der Mitte das dichte Bahnquartier, wo auch der S-Bahn-Anschluss ist, das blaue Quartier. Dort wird das Wasser eine sehr prägende Struktur haben. Das gelbe Quartier ist unser landwirtschaftliches Quartier. Da ist eben der Übergang in die Kulturlandschaft, wird da aufgenommen und weiter bearbeitet. Dann haben wir das grüne Quartier, wo man schon rübergeht in diese weiße Fläche, da ist der Aktivitätspark und das Parkquartier, das dann anschließt an die vorhandene Bebauung nach Bergedorf West. Ganz rechts in dem Bild sehen Sie einmal, wie die Dichte in dem Quartier abnehmen soll. Also wir haben jetzt die hohen Dichtefaktoren im Bahnquartier. Sie sehen, und die läuft dann aus zum Rand der Siedlung. Sie sehen aber auch, und das war auch die Prämisse in diesem Wurf, dass wir alle Wohnungstypologien und alle Bebauungstypologien in allen Quartieren wiederfinden. Es ist nicht so, dass wir nur den Blockrand im Bahnquartier haben und ein paar Stadtreihenhäuser am Rand, sondern man findet eigentlich alle Lagen und alle Typologien in allen Quartieren wieder. Und ganz rechts unten, das sehen Sie nochmal die zentralen Elemente. Man kommt an mit der S-Bahn und steigt aus und ist dann auf der zentralen Achse, die auch die südlich liegenden Quartiere miteinander anschließt und dann durchgeht ins Quartier, den grünen Loop kreuzt und von dort rausgehen kann bis zur Kulturlandschaft, also auf dieser zentralen Achse. Dort werden wir den ganzen, nicht nur, aber den Einzelhandel konzentrieren. Dort wird das Schwimmbad stattfinden. Dort wird auch die Universität angesiedelt werden, die wir mit nach Oberwilwerder nehmen. Also dort wird ein sehr aktiver, zentraler Ort entstehen, der aber auch nicht nur dort stattfindet. Wir haben ja die 5 Quartiere. Und in den 5 Quartieren haben wir auch immer kleine Quartiersplätze oder Orte, wo Menschen sich treffen können. Und wir versuchen so die Zentralität über den gesamten Stadtteil zu streuen. Bitte weiter. Hier sind die Kennzahlen aus unserer Entwicklung. Also
118 Hektar sind es jetzt, 6.000 bis 7.000 Wohneinheiten, bis zu 5.000 Arbeitsplätze sollen da erstehen, und zwar mit dem Schwerpunkt Ernährung, Gesundheit und Bewegung. 4 Schulen werden dort gebaut, 14 Kitas und 14 soziale Einrichtungen. Bitte weiter. Genau, und das ist eine Qualität, die ich ganz besonders hier schätze in diesem Gebiet. Das ist nämlich die ganzheitliche Quartiersentwicklung durch die IBA Hamburg. Wir haben bereits, sind beauftragt worden mit dem vom Senat, den Masterplan in einem wettbewerblichen Dialog zu erarbeiten, und haben, als der Sieger feststand, nochmal die ganze Abstimmung mit den Fachbehörden gemacht, um zu prüfen, stimmt die Entwässerung, stimmen die Straßen, die öffentlichen Verkehrswege und so weiter, und haben darauf aufbauend auch den Masterplan entwickelt. Der ist im Maßstab 1 zu 2000 entstanden. Und dann guckt man natürlich in den weiteren Planungsstufen tiefer rein. Wir entwickeln diese über Funktionspläne. Sie sehen links oben, das Gebiet ist so groß und die Entwicklungszeit wird so lang dauern, dass wir uns entschieden haben, die Funktionspläne zu unterteilen. Wir beginnen mit 1a, also mit dem zentralen Quartier, und machen aber nicht nur das Bahnquartier, sondern wir nehmen diesen grünen Loop mit rein. Wir wollen mit dem Freiraum auch beginnen, und wir machen immer auch schon den Sprung in die anderen Quartiere mit, sodass wir den Übergang vom Bahnquartier in alle anderen Quartiere schon über Gestaltungsregeln, über die Zuwegung und so weiter mitdenken können, also mitdenken müssen, damit wir nicht so Fragmente da entwickeln. So arbeiten wir uns vor, 1a, 1b, 2a, 3, und versuchen die Inhalte, die wir dort, die Qualitäten, die wir dort entwickeln, in den Bebauungsplan zu überführen. Wir haben einen Bebauungsplan für alles. Das ist ein Riesenbebauungsplan. Und die Herausforderung ist auf der einen Seite, dass wir eben unsere städtebauliche Qualität, die wir hier entwickeln, in einen Bebauungsplan überführen müssen, der, weil er so groß ist und weil er so lange dauert, möglichst wenig Regelungstiefe hat und möglichst flexibel reagieren kann auf Veränderungen und so weiter. Diese beiden Spannungsthemen, die müssen wir irgendwie unterbringen. Also der Bebauungsplan wird bei uns auch vom Bezirk Bergedorf gemacht. Das ist eine hoheitliche Aufgabe, die nicht bei uns liegt, sondern beim Bezirksamt. Und das müssen wir irgendwie übereinander kriegen. Das ist eine Herausforderung. Genau, dann beauftragen wir natürlich alle Fachgutachten, und das ist bei diesen großen Flächen immer auch gleich eine EU-weite, oft eine EU-weite Ausschreibung. Dann bauen wir die gesamte Infrastruktur selber, also wir Straßenleitungen, wir müssen riesige Sandmengen aufschütten in Oberbillwerder, weil wir da auch auf Marschland bauen. Also das wird Beginn 2023, und ja, und dann arbeiten wir uns so kleinteilig durchs ganze Gebiet. Und wenn wir die Grundstücke voll erschlossen haben, fängt die Vermarktung an. Und mit der Vermarktung hört unsere Qualitätssicherung nicht auf, sondern die endet dann, wenn das Gebäude steht und wir es abnehmen. Also wir versuchen, diesen ganzen Prozess von Anfang an durchzusteuern. Wir halten ganz lange die Hände auf die Grundstücke. Wir verkaufen die Grundstücke erst, wenn wir den Bauantrag bei uns auf dem Tisch haben und wir sehen, Gestaltungsleitfaden, Funktionsplan, alles ist eingehalten. Erst dann wird er von uns freigegeben, und dann geht er nach Bergedorf rüber, und dann geht er dann genehmigt und in die Ausführung, und auch die Ausführung monitoren wir. Bitte weiter. Genau. Innovative Inhalte von Anfang an mitgedacht, die durchzusteuern, die den ganzen Prozess aufrechtzuerhalten, das ist eine ganz große Herausforderung für uns, weil alle sagen, super, super, aber dann kennt man ja, ne? Fängt das an, dass man diskutiert und guckt, wie das kann man das auch entwickeln, aber der sparsame Umgang mit Flächen ist für uns ganz wichtig. Wir versuchen eigentlich alle Funktionen, die wir dort unterbringen müssen, nicht additiv nebeneinander liegen, sondern wir haben einen begrenzten Umfang, sondern wir verschränken die Nutzung. Sie sehen oben, das gilt für die Entwässerung. Also wir haben den Loop, wir haben die Schulgrundstücke, wir haben die Sportflächen in einem 100-jährlichen Regenereignis.
werden die auch als weitere Retentionsflächen benötigt und benutzt. Wir haben unten auf dem Bild links, sehen Sie das Energiekonzept. Das ist ein Energiekonzept, das noch im Entstehen ist, aber auch dort werden die öffentlichen Freiflächen dazu genutzt, um Erdsonden unterzubringen, also Wärmequellen, drüber findet Sport statt und so versuchen wir, alle möglichen Nutzungen zu verschränken. Bitte weiter. Mobilität, ganz wichtig, also oberstes Ziel ist die Priorisierung des Fuß- und Radverkehrs. Das Auto soll wirklich nur als Gast im Stadtteil zu sehen sein. Flächendeckend Tempo 30 machen wir und das Besondere an unserem Gebiet wird sein, dass der öffentliche Straßenraum frei wird von parkenden PKWs. Es wird nicht so sein, wie Sie das vielleicht kennen, dass man durch Straßen geht, links und rechts den Straßenraum mit zugeparkten Autos sieht, die ohne Gebühren dort sich einfach abstellen, sondern hier wird es sein, ja, es gibt natürlich Autos und es ist auch kein autoarmer Stadtteil, aber der ruhende Verkehr wird anders organisiert und zwar nicht in Tiefgaragen, weil Tiefgaragen, die baut man einmal und dann sind sie eingegraben und im Keller und man kann nicht mehr städtebaulich darauf reagieren oder kann nicht mehr darauf reagieren für den Fall, dass Mobilität abnimmt, sondern wir bringen unsere Autos in sogenannte Mobility Hubs unter, 11 Stück davon. Und die sind auch nicht am Siedlungsrand angesiedelt, sondern die sind im ganzen Quartier verteilt. Und zwar immer da, wo ein kleiner Quartiersplatz ist, dort steht auch ein sogenannter Mobility Hub. Und das Besondere ist, dass diese Immobilien auch immer einen Beitrag für das Quartier leisten. Also die Erdgeschosszonen, da wird nicht geparkt, dort werden die Mobilitätsangebote untergebracht, die Einzelhandel, Gemeinbedarf, soziale Infrastruktur, also die Erdgeschosszone, wirken mit ihren Nutzungen immer auf die Quartiersplätze und oben wird geparkt und auf dem Dach findet nochmal was anderes statt. Dann haben wir eben, versuchen wir, also in der Ringstraße, das ist dieses rote Viereck, was Sie sehen, das ist unsere Haupterschließung, davon abgehen die anderen Erschließungen. Dort werden wir Kopenhagener Radwege bauen. Es gibt noch einen Mobilitätsstreifen parallel dazu, wo Stadträder untergebracht werden wo andere Angebote. Es ist eine flexible Fläche, wo wir Mobilitätsangebote noch unterbringen können. Links unten, das sieht man schlecht, Sie sehen, können eigentlich nur sehen den Straßenraum. Dort fährt ein Auto, aber es wird dort nicht geparkt. Und das ist unser Zielbild für Oberbillwerder. Bitte weiter. Ach ja, hier haben wir sie nochmal. Da können Sie sehen, links oben in dem Bild sehen Sie immer die Verbindung Mobility Hub mit Quartierszentrum und jeder Mobility Hub hat eine andere Aufgabe. Es gibt die, die für das Quartier wirken. Andere haben unten an der Bahnachse, das sind unsere Handwerkerhöfe, dort wird in den Erdgeschossen finden Gewerbe und Handwerk statt. Und Sie sehen, im Grundriss ist es immer so, was ich Ihnen erläutert habe, im Erdgeschoss, die flexible Zone, dazwischen wird geparkt und oben findet was anderes statt. Und Sie sehen unten in der Leiste, das ist dieses Thema, die Architektur muss so sein, dass wir, wenn die Mobilität, also wir reden ja über einen langen Zeitraum und wer weiß, wie wir in 10 Jahren uns fortbewegen. Deswegen müssen wir eben diese Mobility Hubs so flexibel ausgestatten in Architektur, dass wir reagieren können, dass wir sie teilen können, kleiner machen können, zurückbauen können und dadurch mehr öffentlichen Raum reagieren. Und haben den absoluten Luxus, dass wir hier diese Auseinandersetzung mit diesem Thema auch noch im Rahmen eines Forschungsprojektes, nationale Projekte des Städtebaus, unterstützt bekommen und uns wirklich intensiv auch mit dem Betreiberkonzept umsetzen können. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit dieses System funktioniert, auch mit das Parkraummanagement funktioniert und so weiter. Damit steht und fällt eigentlich auch unser Mobilitätskonzept, wenn wir das nicht hinkriegen. Aber insofern haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wir beginnen ja erst 26 mit dem Hochbau. Bitte weiter.
Ja, nochmal ein Blick, Artenvielfalt. Wir haben Animal Aided Design, das ist ein etwas neuerer Ansatz. Das heißt, man guckt nicht, was man für Freiräume baut und guckt dann, welche Zielarten passen dazu, sondern wir bestimmen vorab die Zielarten, die in der Marsch leben und die dort leben und versuchen direkt mit der Planung, also mit der Verschränkung der Freiflächenplanung schon Habitate anzulegen und entwickeln auch ein Konzept für das Monitoring. Weiter. Hier unser Energiekonzept. Also wir haben eigentlich den Anspruch gehabt, also das war auch der Slogan in unserer Auslobungsbroschüre, dass Oberbillwerder sich selbst versorgt. Also wir wollten und vielleicht schaffen es ja auch noch, einen Stadtteil schaffen, wo Strom und Energie im eigenen Stadtteil regenerativ geschaffen wird. Dazu reicht unsere Fläche im ersten Moment nicht aus. Deswegen haben wir gesagt, wir versuchen jetzt erstmal nur auf dem Standard von KfW 40 die regenerative Energieversorgung vor Ort zu ermöglichen und haben jetzt zwei Varianten erarbeitet. Also es gibt die Wärmeerzeugung mit Deponienutzung. Wir haben noch eine Deponie etwas weiter weg. Dort wird Photovoltaik-Gas genutzt und das kann als Wärmequelle ins Gebiet führen. Und dann haben wir noch eine zweite Variante. Da läuft ein Riesenabwassersil entlang. Da kann man auch die Abwärme nehmen und ins Gebiet ausstellen. Das sind zwei Komponenten, die wir haben, dann zusammen mit den Erdsonden, auch mit den Wärmepumpen, mit den Solarabluftsaugern und was es da alles gibt, entsteht so ein Gesamtmix aus Wärmequellen, die wir nutzen, um 100% regenerative Energie zu erzeugen. Und wir haben aus diesem Konzept jetzt Benchmarks entwickelt für den Wärmegestehungspreis, Primärenergiefaktor und CO2, womit wir jetzt in ein Verhandlungsverfahren starten. Wir haben ja den großen Vorteil als Eigentümerin der Fläche, dass wir auch einen Wettbewerb haben können für Anbieter, die unsere Kriterien erfüllen zum Thema Wärmeerzeugung. Bitte weiter. Ja, dann nochmal ein kleiner Überblick über unsere Wohnungspolitik. Das sind die Hamburger Zielsetzungen. Wir haben in Hamburg den Drittelmix. Das haben Sie sicherlich in der anderen Form auch. Ein Drittel öffentlich geförderte Mietwohnungen, ein Drittel frei finanzierte Mietwohnungen, ein Drittel Eigentumswohnungen. Dazu will Hamburg in Zukunft alle zentralen Wohnungslagen nur noch in Erbbaurecht vergeben. Es wird kein Grundstück mehr verkauft. Für Oberbillwerder ist man sich noch nicht so sicher, was wir da machen wollen, aber unsere anderen Gebiete, Wilhelmsburger Achse, nur noch Erbbaurecht. Dann haben wir, um auch diese sozialen Zielsetzungen zu erreichen, werden auch für jedes Gebiet folgende Themen umgesetzt. Wir haben Direktvergaben an Baugemeinschaften, auf jeder großen Fläche 25% der Wohnungen an Baugemeinschaften. Die SAGA, das ist unser kommunales Wohnungsunternehmen, soziales Wohnungsunternehmen, 20% Studierendenwerk kommt auch mal in den Genuss und Fördern und Wohnen. Das ist auch ein Wohnungsträger, der für besonders wohnungsbedürftige Menschen Wohnraum bereitstellt. Bitte weiter. Ja, wir haben unterschiedliche Verfahren der Vergabe, Konzeptausschreibung, Interessenbekundung und Direktvergabe. Das sind unsere Vermarktungsinstrumente und über diese Vergabeverfahren qualifizieren wir auch immer unterschiedlich. Und Sie kennen das sicherlich, es gibt immer noch die Konzeptausschreibung, wo man auch die sozialen Inhalte, die man im Gebiet haben will, steuern kann. Also wenn man will, dass das günstige Mieten ist, dann gibt man eben viele Punkte für die Bewerber, die eine lange günstige Miete anbieten oder eine lange Bindungszeit anbieten. Interessenbekundung ist eigentlich für unsere Baugemeinschaften, weil die kriegen ganze Baufelder und müssen sich darüber sammeln. Und die Direktvergabe, das sind diejenigen, die, wie ich gerade genannt habe, die müssen auch qualifizieren, aber nicht im Wettbewerb. Okay? Bitte weiter. So geht es weiter in Oberbillwerder. Wir hoffen, dass wir Ende 2022 die Vorweggenehmigungsreife haben. Die ganze weitere Entwicklung wird bis 2030 gehen. Wir beginnen mit der Flächenherrichtung 2030.
23. Wir beginnen mit der Vermarktung 2024. Hochbau startet 26. Und wir hoffen, die ersten Bewohnerinnen 2027 begrüßen zu können in Oberwilwerda. Vielen Dank. Ich glaube, das war's jetzt. Mikro. Frau de Boer, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Eindrücke in dieses wirklich sehr komplexe und ja auch große Projekt, was sich aus so ganz vielen verschiedenen Facetten zusammensetzt. Ich bin da wirklich sehr auch über den weiteren Fortgang gespannt. Wir haben so ein paar Fragen auch bekommen hier von unserem Publikum. Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen Mobility Hubs. Im Wesentlichen sind das ja Parkhäuser mit einer Erdgeschossnutzung, die vielfältig sein kann, oder? Das ist wahrscheinlich total verkürzt dargestellt, aber wie wird da nochmal auch alternative Mobilität unterstützt? Wem gehören die? Wer betreibt die? Das ist eine spannende Frage. Genau, und ja, wie wird da auch diese Erdgeschossnutzung, wie wird die kuratiert? Wie wird da für eine Vielfalt gesorgt? Ja, Sie haben das eigentlich ganz gut gesagt. Also Mobility Hubs, das ist irgendwie so ein Wort, was sich so breit gemacht hat. Das ist ja nicht nur wir in Hamburg, die den Begriff benutzen, Freiburg, Berlin und so weiter. Alle arbeiten mit diesem Begriff. Praktisch ist es ein Quartiersparkhaus, aber es ist ein Mobility Hub. Und das ist genauso, wie Sie sagen, wir benutzen das eigentlich als multikodierten Stadtbaustein, der eben dazu beiträgt, auch dort Nutzungen zu verschränken. Also wir wollen eben nicht nur parken, sondern im Erdgeschoss findet, was ich vorhin erläutert habe, auch andere Nutzungen statt. Also das soll immer, bei uns funktioniert das immer so, wir haben den Quartiersplatz und daneben steht dieser Mobility Hub. Und die Verbindung dessen, das ist eigentlich der Ort, der das nachbarschaftliche Leben auch unterstützen soll. Und im Erdgeschoss, arbeiten ja auch an einem Mobilitätskonzept, das genau austariert, was brauchen wir an Stadträdern, was brauchen wir an Sharing-Angeboten, wie hoch muss die Mobilitätsfläche im Erdgeschoss sein, wie viel Platz bleibt übrig für andere Nutzung, wie läuft die Erschließung und so weiter, welche Nutzung kommt zum Platz hin. Und das Spannende ist eigentlich das Betreibermodell. Kann sein, dass wir als eine eigene Gesellschaft gründen und diese Mobility Hub selber errichten und betreiben. Kann aber auch sein, dass das ein Dritter macht. Aber wenn wir es selber betreiben, hat man immer den Vorteil, auch besser steuern zu können. Gerade wenn man die zurückbaut und wieder öffentlichen Raum schafft, kann man denen auch den Stadtteil wieder zurückgeben. Aber wir haben ja diese Forschungsgruppe, die uns da begleitet. Und wir haben Ende April, im Übrigen kleine Werbung, auch am 29. April haben wir einen ganzen Forschungstag in Hamburg, eine Fachtagung, wo wir uns mit all diesen Fragen wissenschaftlich auseinandersetzen. Sehr gut, das ist, glaube ich, total wichtig. Im Prinzip klingt das alles sehr einleuchtend, nur eine Frage verstehe ich nicht so ganz. Das wären ja dann die Orte in dem Quartier sein mit der höchsten Automobilität. Das heißt, in die Einfahrten werden Autos rein- und rausfahren. Wie wird dann sichergestellt, dass die Plätze, die da im Umfeld entstehen sollen, trotzdem sicher sind und auch von Kindern beispielsweise gut und alleine benutzt werden können, die vielleicht alleine zum Bäcker gehen oder so, dass die dann nicht immer Angst vor den Autos haben müssen? Also erstmal sollen die ja alle über den grünen Loop laufen. Ja. Ihren Schulen und Kindergärten. Also das, aber unabhängig davon haben wir natürlich auch, das ist ja auch kein Hexenwerk. Wir haben natürlich die Kopenhagener Fahrradwege, wir haben große Boulevards, wir haben neben den Straßen ausreichend Platz für Fahrrad- und Fußgänger. Also da wird niemand überfahren. Also okay. weiterer Fragekomplex, der eine recht große Rolle jetzt gerade gespielt hat, war nochmal dieses Thema Einfamilienhäuser. Da läuft ja gerade auch eine erhitzte Debatte, ja, die sich auch so ein bisschen auf Hamburg, aber nicht nur, konzentriert oder fokussiert. Vielleicht können Sie da nochmal so eine kleine Einordnung machen, wie Sie das in Oberbillwerda sehen. Der Ressourcenverbrauch, wenn es um den Boden geht, ist ja da so ein ganz wichtiges Thema. Gleichzeitig ist das natürlich ein wichtiges Marktsegment und Sie haben da eine abgestufte Bebauungsdichte, das haben Sie ja auch sehr gut erläutert. Aber vielleicht da nochmal so eine kurze Einordnung in die Debatte wäre sehr spannend.
Ja, also in Oberbillwerder werden 85% der Bebauung in Geschosswohnungsbau entstehen und der Rest wird in Einfamilien- und Stadthäusern realisiert. Also da finde ich, ist der Schwerpunkt eindeutig auf dem Geschosswohnungsbau gelegen. Aber dieses Thema Einfamilienhäuser ist ja immer auch eine politischer Wunsch von einigen Parteien, dort Platz zu schaffen. In Hamburg als Stadtstaat sehen wir das eigentlich nicht mehr. Also wir haben in unseren Neugrabener Gebieten, das sind die letzten Einfamilienhausgebiete, die wir in Hamburg entwickeln. Das wird auch so bleiben, das werden wir auch so zu Ende entwickeln, aber Oberbillwerder wird eindeutig einen anderen Schwerpunkt haben.